richtig, ich habe nicht in der normalen Sprechstunde, habe ich auch meine Auflagen wie jeder andere und da zahlt die KV nicht für so lange Re die Rede, sondern da will sie so und da wollen sie die Krankenkassen und auch die durchaus auch die Pharmaindustrie natürlich leichte Sachen. Und da wäre der Deckel und das Roboter machen das, was angemessen wäre von der Seite aus. Das ist aber nicht mein Anliegen, deshalb braucht es für mich ein bisschen mehr Zeit und deshalb habe ich meine Eltern eingeladen und auch die Lehrer und auch die Erzieher und auch die Betreuer und die Omas und alle drumherum hier bei mir mein Elternseminar zu besuchen. Da das aber über 2,5 Stunden sind und das immer abends gewesen ist und in 2,5 Stunden auf dem Stuhl sitzen, dann kriegt man ja schon selber eine Macke. Da habe ich das deswegen auf ein Video aufgenommen, sodass man sich das, was da der Zusammenhang praktisch, was ADHS ist, wie es sich erklärt und alles, was neurophysiologisch, aber auch verhaltens- und Körper bezogen dort eine Rolle spielt. Das habe ich in dieses Elternseminar hineingesetzt, dass man beginnt, sein Kind zu verstehen. Wenn dieses Kind sich verstanden fühlt, verändert es sofort sein Verhalten. Das kann ich eben schon in der Praxis zeigen. Weil ich dieses Kind verstehe, verhält sich dieses Kind schon beim Erstbesuch in der Praxis völlig anders. Es ist ein Kind, wenn man es anspricht, geht es die strahlenden Augen auf. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für Eltern, wenn sie in die strahlenden Augen ihres Kindes gucken, anstatt in so ein verbissenes Gesicht. Ja, also und für ein Kind ist es genauso wichtig, dass es in die strahlenden Augen der Eltern guckt und da sieht, aha, meine Kinder, meine Eltern wertschätzen mich, meine Eltern lieben mich. Das kriegen sie in der Schule nicht so unbedingt mit, wenn sie dann hier immer ihre Power machen. Und auch zu Hause, wenn sie ihre Power machen und nicht gehorchen. Ist das nicht ein Verhältnis, was in beiden Augen so richtig schöne Strahlen bringt? Und mein Anliegen ist es, auch über dieses Elternseminar, Eltern in die Möglichkeit zu bringen und ihnen das Rüstzeug zu geben, eben so eine strahlenden Augen zu bekommen und damit ein verändertes, glückliches Kind, weil mir sagen die Eltern immer, ja, ich wäre ja glücklich, wenn mein Kind glücklich wäre. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Eigentlich wäre das Kind glücklich, wenn die Eltern glücklich sind. Und da die Eltern die sind, die vorgehen und die Kinder sowieso alles nachmachen und nicht erzogen werden können, ist es wichtig, dass die Eltern sich hier einfach durch dieses Seminar mit all den Punkten, die ich dort erkläre, das Rüstzeug verschaffen, hier auch handlungsfähig und fühlfähig zu werden.